Hallo allerseits und willkommen zu einem weiteren Video aus Nongplanai, heute am Freitag, dem 16. September 2022. Ich stehe wieder an der gleichen Straße wie gestern schon, nämlich das ist die Straße hier in Nongplanai, die dann zum Land and Transport Office führt. Und hier habe ich was entdeckt und gesehen wieder, was sehr interessant aussieht. Und sicherlich auch interessant ist, nämlich hier wird ein neues Village gebaut. Der Name anscheinend Arcade. Und es sieht wirklich imposant aus hier, der Eingangsbereich. Hier, ja, ob das eine Villa wird oder keine Ahnung, nur irgendwie ein Office, ist unschwer zu erkennen, aber wir schauen uns einfach mal ein bisschen um da drinnen. Ich habe bisher auch noch niemanden getroffen, der hier irgendwo Englisch könnte oder mir was dann erzählen könnte zu diesem Projekt. Aber vielleicht sucht ja einer noch ein nettes, kleines Häuschen, wo man eine etwas größere Brieftasche wahrscheinlich braucht. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis das hier fertig ist. Aber hier ist mächtig Betrieb, hier wird mächtig gearbeitet. Ist ja auch nicht unbedingt typisch überall. Ich werde da hinten auch gleich mal noch reinklettern und schauen, aber erstmal gehen wir hier diesen Hauptweg lang. Das sind nämlich kleine Einzelhäuser hier links, die hier entstehen. Also nicht diese Reihenhäuser, die man so kennt. Ein- oder zweigeschossig. Hier sieht alles sehr massiv und robust aus. Ein kleiner Eingang, kleine Parkfläche vom Haus. Obergeschoss, dann irgendwie mindestens drei Schlafzimmer, wie es aussieht. Hier wird kräftig gewerkelt. Die Wassertanks, die dann in die Erde kommen. Warte, ich hab. Da drüben auch. Alles groß, massiv. Hier. Sehr imposant, erinnert mich so ein bisschen an gewisse Bauten in Deutschland aus bestimmten Zeiten. Oh, hier sieht man so ein bisschen die Gründung. Da sind irgendwie ordentlich Betonpfeiler in die Erde gerammt. Und das sind alles Schächte. Ich vermute mal, da kommt dann irgendwie eine große Art Klärgrube hin oder Sickergrube. Ja, also sehr interessantes Village und wie gesagt, mit Sicherheit nicht unbedingt preisgünstig. Ja, und hier stehe ich nun quasi im Zentrum wahrscheinlich dieses Villages. Hier wird wohl eine Art, ja, Pool wird es nicht sein, sondern einfach nur kleiner Wasser. Cool sein zum Anschauen, nicht zum Baden. Und hier ist dieses große Gebäude, was ich vorhin am Eingang schon zeigte. Der Eingang ist ja hier drüben. Und hier führt eine Treppe nach oben. Wir versuchen da einfach mal auch kurz hoch zu gehen. Und wie es aussieht, alles edles Material. Das scheint Sanitärräume zu werden hier. Oh, hier komme ich aber nicht weiter. Vielleicht ist es auch so eine Art, ja, Spa oder sowas, was hier reinkommt. Das sind hier alles kleine Toiletten hier. Wasseranschlüsse hier. Auch hier drüben. Auch nochmal Toiletten mit Wasseranschluss. Vermute mal das Männlein, Weiblein. Also wird eine edle Anlage, wie es ausschaut.
Hier mit ein bisschen Bäumen. Und dort hinten auch. Wahrscheinlich ein Einfamilienhaus, wie es aussieht. Hier vom Stufen hin. Ja, das Ganze irgendwo, wie gesagt, Nomplalei auf der Straße Richtung Land and Transport Office, also etwas abseits vom Schuss in Pattaya. Aber manche Leute lieben es ja, ein bisschen entfernt zu leben und Ruhe zu haben. Ich werde auf dem Weg, habe ich gestern schon gesehen auch, da habe ich ein Plakat gesehen für Pre-Sale. Das werde ich auch nachher gleich nochmal filmen und hinten ranstellen für diejenigen, die dann Interesse haben und da dann mal anrufen wollen, sich erkundigen wollen oder Prospekte anfordern wollen. Die können das dann machen und mir dann hinterher eine Provision zahlen, wenn sie hier so eine Hütte kaufen. So, hier nochmal auch Zugang. Ich sag mal, zu einem kleinen anderen Wohnbereich innerhalb dieses Villages. Rechts und links auch die großen Häuschen. Und da hinten entstehen weitere. Also sehr groß die Anlage. So, und damit sage ich hier aus Nongplanai bye bye für heute. Euch allen ein schönes Wochenende. Ich werde heute Abend noch zum Pattaya Festival gehen. 19 Uhr die Parade an der Beach Road zwischen Dusi-Kurve und Pattaya Klang. Wer in Pattaya ist und wer sich für sowas interessiert, sollte das nicht verpassen. Also dann noch warten. Hinten dran kommt noch das Plakat von dieser Anlage. Also dann, ciao, ciao erstmal. So, und hier dieses Plakat. The Grand Nine steht hier. Ich vermute mal, das ist das Witz, zumindest ist das ja dieser große, imposante Eingang dort. VIP Presale passt auch. Und so wie es ausschaut, ab 4 Millionen aufwärts die Preise. So, und wen es interessiert, hier die Telefonnummern. PMC Home Pattaya heißt die Firma. Kurz nach oben und kleine Ergänzung nochmal zu der Baustelle selbst. Ich habe da einen Bauarbeiter mal gefragt, ob er Thai ist. Ich sagte nein, er ist aus Myanmar. Also wird wahrscheinlich von Myanmar-Spezialisten gebaut, das ganze Village. Und da sage ich nun tatsächlich bye bye und schönes Wochenende euch allen.